Herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy. Ach, Final Fantasy. Deponia Doomsday meine ich. Ich mache nebenbei noch Final Fantasy. Ja, da war ich gerade woanders. Ja. Wir haben Lottos Verwandlung in Lotti gesehen. Jetzt wissen wir, wie Lotti zustande gekommen ist. Das fand ich super. Ah, nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Ist verdammt, da wollte ich doch gar nicht hin. Doch, wollte ich doch. Glas mit Eis. Doch, wollte ich. Wollte ich doch. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Kommt auch mal vor. Ein bisschen weiß ich ja, was zu tun ist. Wir machen uns das hier mal zunutze, dass... So wie es aussah, ist das Wasser jetzt dann geschmolzen. Glas mit Wasser. Über die Kartoffel. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Das ist geil. Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Das trägt man jetzt so. Das muss ja ein Strohhut sein. Also Strohhalm. Das war einer der blödesten Rätsel, die ich jemals gesehen habe. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Meinst du? Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Ja, das ist immerhin auch etwas. Die geben wir mal dem. Sind das etwa Ohrenschützer? Wow! Ha. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Das kann ich mir vorstellen. Kommt schon! Spielt Rudis Zahn-OP! Rudi! Rudi! Ihr habt's gehört, Jungs! Unser Publikum verlangt nach Rudi! Aua! A two, a one, two, three, and the number after three. Wozu das Ding jetzt nochmal gut war, weiß ich gar nicht mehr. Ach, für später. Der Hut braucht der. Der Hut. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist... Nehme ich meinen eigenen. Nee, klar. Würde ich auch so Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut. Ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Das ist ein Kunde, der hat die ganze Zeit so ein Scheißding dabei. Ah. Nicht hingucken.
Lass das. Das macht doch immer wieder Spaß. Warte mal. Lass das. Aber alle sagen dasselbe. Kurbel. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Oh. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja schon, aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Tatütata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Komm. Kommen. 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 Jetzt reindrehen. Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Wombat. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Puh. Dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Tack! Aber jetzt schnell hin, du. Was ist passiert? Der rosa Elefant! Er war hier! Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles nur Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni... Und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Das war wohl nix hier. Ah, die Knickerfolie. Lieber nicht. Ich habe heute schon genug Scherben verursacht. Machst du das lieber mal? Lieber nicht. Ich habe heute schon genug Scherben verursacht. Dann halt nicht. Gehen sie halt wieder kaputt. Mir doch egal. Ups, rausgeklickt. Der jetzt offen? Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Ergibt Sinn. Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen! Möge Tetanus uns beistehen. Hey Rufus, warte doch mal. Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse nochmal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Aua. Und nochmal, weil es so schön war. Au. Ob ich jetzt noch mal gewinne? Und... Autsch. Tja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus,
Man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Nochmal? Der hat ja vorhin auch gewonnen, also. Und... Ja. Manno. Brauch aber diesen Stromumkehrer. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Na, ja, sagen wir ihr hier mal Bescheid, ne? Huhu, Schnutzelbärchen. Boah. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts, wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Ja, vielleicht, ja. Jedenfalls war das sowas von abgefahren. Wir hatten uns getrennt. Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, meinem Traum kann man, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwas Sorgen machen? Ja, war nicht diese Art von Traum. Haha, ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehöre ich den Arschversohl-Traum. Hä? Der Organon wollte Deponia sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Hm, vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn, ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Schließlich war ich alt. Überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Hm. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Boah. So führt man heutzutage also Beziehungen. Ah, ich verstehe. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal? Das musst du dich verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Au, hauaha. Das kann ja jetzt lustig werden.
Ui, die sitzt hier, warum? Komm schon, trödel nicht so. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Ich frag mich, was jetzt hier schiefgegangen ist. Tatsächlich, die Dinger sind kaputt. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papalapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Mai schlüpfen. Was? Hey, Rufus. Jetzt nicht mehr, Carnickel. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watson-Haftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, er wird wieder schlecht. Schluck's runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Die hier sind überhaupt mal nicht auffällig, ne? Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Bolla. Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja. Und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Gut. Aber die Elefantenjagd machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.